Hallo und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. In diesem Video zeige ich euch wieder ein super leckeres Tassenkuchenrezept. Dieses Mal mit Äpfeln und Streuseln, also ein richtig kleiner Apfelkuchen in der Tasse. Und ich habe hier noch ein bisschen Karamellsoße und Zimt drauf gemacht. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. Für den Kuchen selbst braucht ihr als erstes natürlich eine schöne große Tasse und in der habe ich bereits einen Esslöffel Butter in der Mikrowelle geschmolzen. Dann braucht ihr 4 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Zucker, ein Ei, ein Achtel Teelöffel Backpulver, also einfach vorne die Spitze so ein Stückchen, und 2 Esslöffel Apfelstückchen. Ich habe einfach ein Viertel vom Apfel schön klein geschnitten. Am besten eignen sich dafür schöne süße Äpfel. Und dann mache ich damit als erstes den Teig. Und wie ich die Streusel mache und was ihr dafür braucht, zeige ich euch gleich. Als erstes gebe ich den Zucker zu der Butter. Ich vermische das mit einer Gabel. Das funktioniert immer am besten. Dann kommt das Ei dazu. Dann gebe ich das Backpulver zum Mehl. Wirklich vorne nur die alleräußerste Spitze, hebe es ein bisschen unter und vermische es dann mit den anderen Zutaten. Anschließend hebe ich dann die Apfelstückchen unter. Stelle ich die Mischung einmal zur Seite. Und es geht weiter mit den Streuseln. Für die Streusel habe ich hier nochmal einen Esslöffel Butter, einen Esslöffel Braunzucker und 2 Esslöffel Mehl. Und das mische ich alles hier in der kleinen Schüssel und verknete es dann mit den Händen. Das funktioniert bei Streuseln immer einfach am besten. Die Butter sollte dabei Raumtemperatur haben. Die Streusel sollten dann ungefähr eine Konsistenz haben, dass sie nicht mehr an den Fingern kleben und auch keine feste Masse bilden, sondern einfach so ein bisschen streuselig sind. Dann streue ich sie über den Kuchen. Und dann kommt die komplette Tasse für ungefähr eine Minute in die Mikrowelle bei 750 Grad. Der Kuchen ist jetzt aus der Mikrowelle zurück und ich habe ihn einen kurzen Moment abkühlen lassen. Dazu habe ich jetzt noch hier ein bisschen Zimt. Das kann man einfach noch ein bisschen darüber streuen. Also eine ganz kleine Prise Zimt. Oder wahlweise auch Vanilleeis ist dazu super, Sahne oder auch Karamellsoße. Und dann zeige ich euch einmal den fertigen Kuchen, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht. Man sieht direkt die schönen Apfelstückchen. Der ist wirklich richtig super lecker, richtig schön viele Äpfel drin und auf jeden Fall super empfehlenswert. Ja, und wenn ihr Lust habt, es vielleicht mal auszuprobieren, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da, da freue ich mich natürlich immer. Die ganzen Zutaten schreibe ich euch unten in die Infobox und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn ihr Lust habt, schaut mal bei unsere anderen Videos. Wir haben auch noch verschiedene weitere Kuchenrezepte in der Mikrowelle auf dem Kanal und auch ganz viele andere tolle Do-It-Yourself-Ideen. Ja, und sonst, wenn ihr Lust habt, lasst uns vielleicht ein Abo da und bis zum nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspiration.